Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen. Eigentlich war Odin mal shoppen, aber ich will dazu ein Spezial machen. Also ich werde das im Odin mal shoppen auch drin machen, aber ich möchte zudem halt ein separates Video machen. Und zwar habe ich bei Temu bestellt. Ja, da hat mir der liebe Test drauf hingewiesen, weil ich hatte mir doch so eine Flasche geholt, so eine 2,2 Liter Flasche. Das kriegst du ja nicht richtig auf hier, oder doch? Und da hat mir Test einen Link geschickt, dass sie die bei Temu anstatt für 10 für 2,50 Euro hatten oder so. Und da habe ich mir die jetzt, geholt und noch ein paar andere Sachen gesehen. Also ich habe jetzt für das, was ihr seht, im Schnitt 14,56 Euro oder so ausgegeben. Mehr nicht, weil da sind mir noch ein paar Sachen. Ich werde auch noch mal eine Testbestellung machen, sobald ich wieder Geld habe. Weil jetzt sind andere Sachen wichtiger. Lebensmittel, klar, logischerweise. Und so. Aber sobald ich ein bisschen. Moment. Und. Ach, hier ist noch mehr. Ist aber auch verpackt hier, ey. Und da habe ich gedacht, ich will auch noch mal bestellen, wie gesagt. Weil ich. Mal gucken, wie die Produkte sind, und ich habe da ein paar Figuren gesehen für einen Preis, wo ich sage, ey, das ist doch niemals machbar, die Figuren, also One Piece zum Beispiel, für den Preis umzusetzen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht gar nicht. Für 12, 13 Euro und so eine Schoten. So. Und da will ich halt mal gucken, wie die Sichtzüge sind, wie die Verarbeitung ist und alles drum und dran. Ah. Weil für den Preis ist es eigentlich nicht machbar. So. Und da haben wir dann schon das erste. Ey, das ist 1:1 die Flasche, bloß dass nicht dieser Schriftzug mit B draufsteht. Weil ich habe gedacht, noch eine Flasche für eine zum Saubermachen oder dass man auch Maschine verschiedene Dinger sich anmischen kann, dass ich auch mal 2 Liter Energy mir anmischen kann. Und halt einmal Energy und einmal den Eistee-Mix im Kühlschrank habe. Ey, das ist 1:1 die Flasche. Außer, dass hier halt, na doch, hier oben ist fest. Das ist bei mir lockerer. Hier ist auch keine scharfe Kante. Also es sieht ganz gut aus. Aber das hier, was hier unten ist, dieser schwarze Ring, der ist, ach, der ist jetzt, den kann man abmachen, okay. Der ist bei meiner, also bei der Amazon-Version. Ah, hier sieht man schon, hier ist irgendwie was hier. Ach, jetzt ist das auch drehbar. Wartet mal, ich mach mal das kurz ab, das sieht. Ja, der Ring ist hier halt nicht so sauber verarbeitet, würde ich sagen. Hat so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen eingedreht. Also sieht jetzt nicht so, aber naja. Scheiß was drauf, ehrlich gesagt. Solange das halt hier vernünftig drauf hält. Und ach. Ja, jetzt geht's auch. Jetzt habe ich es ein bisschen weiter runter gemacht. Also der Ring ist jetzt nicht so sauber verarbeitet. Aber sonst. Ach, Entschuldigung, ey. Ich schwitze mir den Wolf. Sonst. Außer dass der Ring hier so schräg ist. Also ich, ja, ihr werdet da bestimmt nicht sehen, aber da ist es, also da, so ein bisschen eingedreht ist, sieht es gut aus. Auch keine scharfen Ecken. Na doch, hier. Hier habe ich so ein bisschen. Hier. Aber das ist nur Plastik, da kann man. So. Und schon ist die Ecke weg. Muss ich noch prüfen, ob die auch dicht ist dann. Das mache ich aber nicht jetzt. Und dafür habe ich anstatt 10 Euro 2,55 Euro bezahlt. Also die haben ja so Tiefpreise. Also die meiste Qualität können sie natürlich nicht liefern. Aber bei einigen Sachen, wenn man die für Amazon, weil die Leute verkaufen das zu Temu für einen schmalen Taler, aber manche verkaufen es für Amazon und machen einfach mal das Dreifache draus. Also da müssen wir mal gucken. Da kann man bestimmt das ein oder andere Schnäppchen machen. Also hier steht halt kein Aufdruck drauf. Aber sonst würde ich jetzt sagen, vom ersten anfassen, eindrücken, festhalten. Ist es 1:1 die Flasche, die ich bei Amazon bestellt habe für 9,99 Euro. So.
Dann habe ich mir einen silbernen Totenkopf bestellt. Ich, das sieht man das jetzt so ein bisschen? Für das Auto. Das war die kleinste Größe. Ja, da bin ich am Überlegen, den auf die Heckscheibe unten zu machen oder halt auf die Heckklappe. Aber dafür ist er vielleicht zu groß. Muss ich mal gucken. Ein paar Cent bezahlt. So, dann habe ich bestellt hier einen USB-Stick, der Licht macht. Also der macht nichts weiter. Der ist einfach nur dafür da. Mal, ich muss mal gerade gucken, wo man den aufmacht. Ja. Der ist einfach nur dafür da. Na, komm her. Der hat hier so zwei LEDs. Hat der auch einen Knopf? Nö. Oben hat er LED. Unten hat er LED. Knopf hat er nicht. Doch, oben. Das ist ein Knopf. Da kommt man aber schwer ran. Habe ich jetzt irgendwas, wo ich den jetzt... Ja, habe ich. Habe ich ja Videos gemacht. Also die werden, entweder kommt das vorher oder die Videos kommen dazu. Das ist mit dem Windspiel. Ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken. So. Und jetzt machen wir das einfach mal... hier rein. So. Und dann haben wir hier ein USB. So, nach oben. So. Und dann haben wir hier praktisch leuchtet. Das blinkt so, ja. Ach, jetzt leuchtet es rot. Grün. Rot. Ist aber auch gut, der Knopf ist echt beschissen hier angebracht. Jetzt ist dunkelgrün. Blau. Ist doch nicht. So, ich mache mein Messer hier, dass ich da wenigstens rankomme. Aber das leuchtet so. Sieht das aus? Was machen wir jetzt? Warten. Was warten? Wetterbauen. Wetterbauen? Ja. Und wenn ich gedrückt halte? Also er leuchtet nur kurz. Zeig nochmal gedrückt. Jetzt wird es grün. Blinkt. Verschiedene Farben. Ich krieg das Ding nicht zu drücken hier. Jetzt aber. Wechselt immer noch die Farbe. Also das ist wirklich blöde mit dem Knopf angebaut hier. Der ist wirklich, wir haben hier zwar eine Vertiefung, ja, und da ist der Knopf drin, aber das ist echt, der kommt kaum hoch. Also da mit meinen dicken Wurstfingern komme ich da nicht ran. Also der blinkt immer nur und weder im Auto nicht blinkend haben, das soll
ein und dieselbe Farbe sein. Jetzt passiert gar nichts mehr. Also jetzt bleibt ein und dieselbe Farbe und die wird dann mal hell und mal dunkler. Jetzt wieder Farbe wechseln. Grün. Aus. So, jetzt ist blau. Aus. Dunkelblau. Aus. So, leider keine Erklärung mit bei. Ich kann nicht mehr. Ich bin müde, ich habe keine Kraft. Ist deine Überraschung vorbei? Kann ich nicht, ich kann nicht zaubern. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Aber ich kann nicht zaubern. Ich habe kein Essen zaubern. Ja, ist, ja, so schon besser, aber es. So, jetzt leuchtet es blau. Jetzt ist gerade aus. Und wenn ich jetzt hier oben einfach rüber. Eben hat es funktioniert. Jetzt wieder. Also irgendwie im Intervall. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt wechselt es wieder pulsierend die Farbe. Jetzt ist aber bei grün. Aber es wechselt wenigstens nicht mehr die Farbe. Wenn ich jetzt nochmal drücke. Dunkelgrün. So, jetzt haben wir so bläulich. Ich brauche orange. Dunkelblau. Oder rot. Lila. Türkis. Weiß. Rot. Ja, dann kommt wieder grün. Ah, okay, jetzt eins, so, jetzt müssen wir mal gucken. So. So, naja, okay. Also da muss ich dann auf jeden Fall mal gucken. Weil hier steht auch keine Beschreibung, aber vielleicht habe ich ja bei Temu eine Beschreibung, weil das macht sich echt blöde. Auch mit meinen dicken Wurstfingern macht sich das blöde. Aber für ein paar Cent kannst du das mitnehmen. Ein Euro hat es, glaube ich, gekostet. Also, warte mal, das waren 2,55. Das war auch 2 Euro. Sind wir bei 2, 4, 6 Euro. Das waren 7 Euro, also 1 Euro.
Ach so, ja, stimmt. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, da kommen wir auf das Geld. Ja, okay. Aber da fehlt noch was. Ach nee, das ist hier. Hahaha. So, gut. Werdet ihr gleich sehen. Ich habe nämlich, warum ich überhaupt bei Temu bestellt habe, nicht nur wegen der Flasche, aber ich habe noch was anderes gesehen. Das war nämlich ein Mega-Schnäppchen. Warum ich das jetzt bestellt habe, erstmal weil es billig war und für Handschuhfach, nicht Handschuhfach. Für die Mittelkonsole habe ich ja einen Zigarettenanzünder, wo ein USB-Stick drin ist, dass ich mein Handy laden kann. Und da habe ich einen noch frei. Oben habe ich Handy, unten drunter. Und den will ich da reinmachen, dass da unten ein bisschen Licht ist. Ja, also dezent. Ja. So, dann habe ich zwei Sachen bestellt. Ja, das kommt erst später. Josie, kannst du mir meinen Autoschlüssel holen? Am besten den mit dem Plasteteil dran, der auf Ersatz ist. Also der mit dem schwarzen Plaste. So. So. Ich habe auch hier noch für dich deinen Schlüssel, der hat im Auto gelegen. Da müssen wir einen neuen Ring dran machen. Das ist mein Autoschlüssel. Aber den hast du mitgenommen, aus Versehen. Nee, der war bei mir liegen. So, da, den habe ich mir in England gekauft, von einem Schrottauto. Der sieht so ja schicker aus als mein Schlüssel, der beim Auto dazu war. Aber hier ist schon im Bad natürlich dran von einem Unfallauto. Ja, das ist, kann ich nicht benutzen. Jetzt habe ich bei Temu, weil das Ding würde mich bei Nissan Globe um die 50, 60 Euro kosten. Jetzt habe ich bei Temu einen Rohling gefunden. Der ist roh. Ja? Hat die gleiche Form, auch hier unten. Bitte, ja? Da ist nichts drauf. Jetzt versuche ich den halt für 5 Euro im Shop, also im Baumarkt. Hat auch die... Ja, ist genau gleich. Ja, also außer, dass der halt jetzt hier kein Dings hat. Jetzt will ich den halt da, also nicht damit, aber mit dem Originalschlüssel machen lassen. Und der passt sogar. Und jetzt sieht ja cooler aus als mit dem Original, da wenn das hier unten silber ist. Seht ihr das? Ja, normal ist er schwarz, jetzt ist es silber. Sieht so ja geiler aus, finde ich jetzt, ehrlich gesagt. So. Also passt das. Dann können wir den machen lassen, weil der Originale, der ist, sieht dann halt so aus. Der ist dann halt hier unten schwarz. Ja, also ich finde den mit dem Silbernen so ja ein Stück cooler. Also ich werde den wahrscheinlich den als neuen Schlüssel nehmen, als originalen. Und den Originalschlüssel, der beim Autokauf dabei war, den werde ich zu Hause lassen. Weil erstmal sieht das hier viel schicker aus, nicht so abgenuddelt. Und ich finde das mit dem Silbernen dann halt ganz cool. Ich zeige euch das nochmal. Oh. Und dann zahle ich 2,50 Euro oder sowas zum machen lassen. Hier. Sieht doch eigentlich cooler aus, wenn das da unten silbern ist als schwarz, oder? Und wie gesagt, das kostet mich den Schlüssel machen lassen. Also so nur dieses Teil. Mit dem passenden Bart, weil das ja kodiert. Die haben ja für alle Modelle halt das schon da irgendwie. Keine Ahnung, Nissan hat mir das erklärt. Muss ich um die 60 Euro bezahlen, dann kriege ich den, dann passt der auch gleich zu dem Auto. Aber wenn ich das halt, ja, weil die haben praktisch den Bart von allen Modellen, haben die da, und also von allen Autos, und das wird dann einfach da gemacht, und dann, ja, muss ich die Seriennummer von meinem Auto angeben, und dann machen die das, und dann, aber wenn ich das beim Baumarkt machen kann für 2,50 Euro, dann das kodieren lassen, also ich habe hierfür habe ich 15 Euro bezahlt, hier 2,50 Euro, sind wir bei 17 Euro, sagen wir mal rundgerechnet 18 Euro, dann machen 2,50 sind wir bei 20,50, wir rechnen mal ein bisschen hoch, ein paar Cent mehr, machen wir mal 25 für beides und dann halt noch das kodieren lassen, 25, ich weiß es nicht, das dauert wohl nicht lange bei Nissan, rechnen wir mal 60 Euro ein, 60 plus die 25 sind wir bei 70, 80, 85 Euro. Ja, und dann habe ich wieder einen Schlüssel, also einen Funksender und einen Schlüssel für das Auto. Wobei ich bei Nissan, wenn ich das bei Nissan direkt gemacht hätte, alleine nur für das, also, wartet, nur für dieses hier. Nur für dieses. Ja, da ist kein Schlüssel, kein gar nichts. Einfach nur für den Sender, der muss auch noch angelernt werden. Um die 380,
Plus 60? Plus 60 führt kodieren. Ja, also praktisch halt der Schlüssel und 60, dass das noch kodiert wird. Das ist zu teuer. Das machen wir nicht. So, da. Das war halt der Hauptgrund, warum ich bestellt habe. Und da habe ich gedacht, ach, dann kannst du die Flasche gleich mitbestellen, weil ich wollte eigentlich die Flasche später bestellen. Aber die habe ich geguckt und dann habe ich gedacht, ach, guckst du mal für Nissan? Und dann habe ich halt den Schlüssel gefunden und habe gedacht, der muss rein, Flasche rein. Und dann guckst du mal, was du noch so findest. Totenkopf und USB ist eigentlich zum Schluss gewesen. Ich habe dann hier das hier noch. Für einen schmalen Taler auch. Nee, das hat über 2,90 Euro oder 2,50 Euro. Ich weiß es gar nicht. Also ich war nicht über 3 Euro bei den Artikeln. Da habe ich mir so ein Lederteil bestellt. So ein Schlauch. Und da hat hier oben ein Loch. Jetzt fragt euch, hä? Ja, das kommt in die Seite zwischen Kanal und Autositz. Und hier kommt praktisch der Gurt durch. Und auf beiden Seiten, ich habe es zweimal. Und dadurch kann mir nichts mehr an Geld oder mein Handy zwischen Kanal und Sitz rutschen, weil das kommst du kaum ran da, das ist total scheiße. Ja, also auf jeden Fall jetzt sagen wir mal, nee, Quatsch, wir haben doch 2,50 sind wir bei 5 Euro. Der Schlüssel hat, glaube ich, knapp 3 Euro gekostet, 5 Euro, 8 Euro, 9, 10 Euro, 11, 12 Euro, 13, 14, 14 noch was, ja. Also alles so im Schnitt 2 Euro gekostet, 1 Euro noch was, so in dem Dreh. Außer halt die Flasche war 2,95 oder so. Der Schlüssel auch um die so was in dem Dreh. Und die waren die auch 2? Nee, die waren 2,50, glaube ich, gesagt. Ja, also eigentlich sind wir da jetzt gewappnet. Jetzt habe ich auch alles für das Auto da. Das werde ich noch auswaschen. Und dann können wir die nämlich demnächst... Oh Gott, ist das eine Hitze. Dann können wir die nämlich demnächst alles hier, das baue ich, das nehme ich morgen schon mit ins Auto, mache morgen schon rein. Den nehme ich mit und oder teste den hier noch, wenn ich auf der Couch bin, irgendwie mit einem Zahnstocher und dann, dass ich da den Knopf besser drücken kann. Ich lese mir bei Temu auch nochmal durch, was man da noch machen kann, ob da vielleicht eine Anleitung steht. Weil hier kann ich nicht lesen, das ist halt zu klein geschrieben. Jetzt müssen wir mal gucken. So, und Autoschlüssel haben wir dann auch noch. Das lege ich mal hier oben hin. Da werde ich dann halt die Tage zum Baumarkt und mal gucken. Dann ist, wenn das klappt, dann ist das schon fertig. Dann muss ich einfach nur noch mal bei Nissan einen Termin machen. Für Ende des Monats, wenn ich wieder Geld kriege. Und dann das, oder nächsten Monat. Und dann, je nachdem, wie sie Termine haben, weil die sind auch ausgebucht. Und dann muss das halt nur noch kodiert werden, weil das kann mein Werkstattmann nicht. Wir haben geguckt, aber das kann er nicht zugreifen. Hätte ich da auch nochmal gespart. Ja. Und das wird dann noch kodiert und dann ist das fertig. Dann nehme ich den im Auto mit und den anderen vom Auto, der mit original mit bei war, der bleibt hier zu Hause in Sicherheit. Ja, so machen wir das. Denke ich mal. So. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. So, dann könnte das hier auch wieder weggeräumt werden. Jetzt dürfte eigentlich auch nichts mehr kommen oder irgendwo offen sein fürs Auto. Da müssten wir jetzt auf dem aktuellen Stand sein. Und auch so an Bestellung kommt jetzt nichts mehr. Da sind wir aktuell. Ja, dann kann ich morgen das Odi... Na, morgen schaffen wir es nicht. Morgen fahren wir nach Polen. Übermorgen oder so, das Odima Shoppen hier bearbeiten. Also ist jetzt das Letzte. Wie gesagt, dann kommt nochmal, wenn alles im Auto, also wenn das Auto repariert ist, weil mir der Baum raufgefallen ist, wenn das repariert ist, alles angeklebt ist, fest verschraubt ist, hast nicht gesehen, kommt nochmal ein Video, was wahrscheinlich was länger gehen wird, wo ich euch alles zeige, was ich am Auto eingebaut habe, beziehungsweise rangeklebt habe, beziehungsweise erweitert habe, beziehungsweise neu eingebaut, wie Autoradio. Autoradio wird aber, ich werde es euch nur zeigen, wie es aussieht im Auto, aber ich werde halt nochmal zum Autoradio ein separates Video machen. Subwoofer, alles drum und dran, da wird es dann halt, das werde ich euch alles zeigen. Und dann halt zum Radio wird nochmal ein separates Video geben, weil da will ich einiges erklären, auch vom Menü und
was ich eingestellt habe und ein paar Tipps geben und so, weil das dauert zu lange, wenn ich. Oh. Jetzt ist es wieder hingefallen. So, ich muss jetzt aber Schluss machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.